Hallihallöche Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. The Lost Levels. Im letzten Part haben wir tatsächlich erstaunlicherweise relativ flott die Welt 7 die Welt 6 beendet und wollen heute in der Welt 7 fortfahren. Die Aufnahme läuft soweit alles. Das ist sehr gut. Ich hebe mich nochmal ein bisschen mehr hoch, dass man mich auch noch halbwegs in Ordnung sieht und alles. Ja, weiter geht's. Welt 7.1. Wir kennen es alle, wir haben es bisher ja. Wow. Und da sind wieder die Winde. Yay! Wir freuen uns alle auf diese Winde, die nicht ganz so toll sind. Aber gut, was soll man machen? Was soll man machen? Ach gut, das sind ja rote Koopas. Die tun mir ja soweit nichts. Also, ja doch, die tun mir schon was, aber sind nicht so gemein wie die Grünen, wie die einfach runterfallen würden an der Stelle. So, ich bin mal gespannt. Heute scheint heute nicht der Part zu werden, den ich letztes Mal hatte. Letztes Mal war ja relativ gut. Okay, ich sollte mir ein bisschen mehr aufpassen. Ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen cutten. Ihr kennt es ja von den letzten beiden Parts ein bisschen. Da habe ich auch sehr viel gemacht, was das angeht. Damit wir so langsam mal ein Ende finden in diesem eigentlich gar nicht so schlechten Spiel. Aber es hat seinen... Okay, den Koopa lassen wir einfach mal Koopa sein. Wow, warum hat das so gut geklappt? Warum hat das... Bullet Bill Shooter. Schieb's. Noch mehr. Ah, okay, hier ist ein Geheimgang. Badabam, bam, 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 bam. Ich möchte nicht dieses Risiko hier eingehen, Mann. So, mal schauen, was haben wir hier denn noch? Wir haben... Ich habe doch Hammerbrüder gesehen im Intro. Also im Intro-Screen da. Wo sind die? Okay. Dab, 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 dab. Da sind sie. Da ist einer. Ist das jetzt... Haben wir ja Checkpoint-mäßig hier wieder was? Oder ist das nicht mit Checkpoints? Ah, okay. Da ist ein Checkpoint. Und da sind Hammerbrüder. Ah, okay. Wir haben also doch mehr Hammerbrüder als nur einen. Da sind noch mehr. Oh, fuck. Okay, den müssen wir ein bisschen timen. Wenn wir den timen, sollte es eigentlich kein Problem darstellen. Geronimal! Okay, das schafft man relativ in Ordnung. Das schafft man relativ solide. Ah, verdammt! Diese Flugplan, diese Hammer, nicht? Also. Oh, nächster Versuch. Soll ich denke mal so zwei Game Over, sollte ich schon abwarten, dann können wir gucken. Dann können wir schauen, ob das Ganze. Ja, gut. Oh, das war ein kleiner Glitch gerade. Das war ein kleines bisschen glitchy. So, wie war das denn hier noch? Ah, nein! Mario kann nicht schwimmen. Mario fällt runter. Mario ist tot. Genau, tot ist er auch noch. Der gute klassische. Nein, nein! Oder. Ja, okay, das wäre eher Waluigi. Toads machen ja. Ich weiß es nicht. Toads machen ganz spezielle Geräusche, die ich gerade nicht imitieren kann. Bam, bam, badam, babam, badam, babam, 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 babam. Wir wollen hier rüber jumpen. Und deswegen sind wir Jumpman. Das war relativ getimed. Das war Absicht. Ich wollte nur mal austesten, ob das funktioniert. Normalerweise habt ihr doch keine Probleme gemacht, Mann. Warum jetzt auf einmal? Ihr seid doof und gemein und hinterhältig und, absolut widerwärtig. Richtige Cruella de Vils. Okay, hier warte ich einen Moment. Genau, bis ich diese Situation hier habe. Und dann ganz, ganz, ganz schnell. Genau, das wollte ich machen. Genau. Nein, nicht schon wieder. Mann, können wir nicht in Super Mario World sein? Da kann ich wenigstens schwimmen. Ach, Mann. Okay, nochmal. Nochmal das Ganze.
Ja gut, ja, musst du nur mal eben gucken, ob in-game Sound wirklich aufnimmt oder ob mich das Programm nur wieder sagt so, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, oder ich cutte einfach wieder, wie es passt, nicht? Also, es ist halt im Moment, ich bin da gerade momentan sehr am Rumprobieren, wie ihr vielleicht merkt. Und vorhin der, ich glaube, 69. Part von The Legend of Zelda war es, also von Skyward Sword. Der war relativ krass. Da habe ich viel, 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 viel Zeit drin investiert. Und das werde ich, glaube ich, auch so beibehalten. Nicht so, wenn ich solche Dummheiten mache. Aber auf jeden Fall, wenn es halt irgendwie passend ist. Hier geht es ja gerade ganz gut, weil nämlich ich so langsam mal das Spiel beenden möchte. Habe ich ja schon angemerkt, dass ich das so langsam mal seinem Ende zeigen will. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Heppa, so. So, jetzt vergesst es, ihr lieben kleinen zwei Hammerbrüder, die da mir komplett im Weg stehen. Ich werde unten lang gehen. So. Jetzt kommt der andere, nicht? Gleich nach diesen Goombas und Koopas und Kugelis und. Und nach der Pflanze. Okay, jetzt muss ich unten lang. Ist hier irgendwo ein Pilz drinne? Oh Gott, oh Gott, oh. Oh Gott. Okay, scheinbar könnte sein, dass da ein Pilz drin ist. Ich werde es nie erfahren, weil ich gleich wieder durchrennen möchte. So, was ist das letzte Geober? Danach cutte ich auf jeden Fall raus. Ja, was relativ schnell passieren sollte. Wunderbar. Da-da-dam. Bam, 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 bam. Wow. Okay. Ich habe gerade den Wind nicht berechnet. Hätte ich wel mal tun sollen, hätte ich mal tun sollen, ja, das wäre vielleicht auch ein Sieg drin gewesen. Denn wir wissen alle, wir spielen die Level nur um zu siegen. Einen anderen Sinn haben wir hier gar nicht. Wir sind ja quasi wie in, keine Ahnung, Overwatch, Fortnite. Fortnite ist ja auch mittlerweile nicht mehr so gehypt, da kann man das ja auch mal wieder machen. Wow. Eine Dummheit nach der anderen. Ich bin nicht mal so wirklich erstaunt darüber. So, klack und rüber da und. Okay. Gut, Leute. Kleiner Jumpcut, bis ich das hier irgendwie geschafft habe. Bis gleich. Hallöchen, Leute. Willkommen. Ihr habt gerade. Wow. Da war schon das Ende. Okay, nett. Gut, so Pi mal Daumen, 10 Minuten waren das jetzt. Ich werde das jetzt immer ranschreiben, ihr habt es gesehen. Und in die nächste Welt versuchen wir wieder gemeinsam natürlich, beziehungsweise das nächste Level. So. Und ich sehe schon wieder Lucky Twos, was mir schon wieder nicht gefällt. Okay, das war nicht clever. Das war echt nicht clever, TK, das war echt nicht gut. Na gut, schön, weiter geht's. Nicht lange sagen, einfach weitermachen. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich das will. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich das möchte. Und das finde ich ziemlich, ziemlich bescheiden. App. Komm. Ah, danke. Ach, geil. Geil. Oh. Okay, so eine Level. Interessantes. Ach, ich muss nach oben, oder was? Okay. Ich muss nach da oben. Das ist so eine Passage. Au, weia. Au, weia. Au, weia, au, weia, au, weia. Das wird jetzt, nett. Das machen wir nochmal. Tudum. Ja. Habe ich verstanden, Mario.
Mamma mia, na gut, oben an die Feuerblume kommen wir sowieso nicht ran. Also, ja. Oh, verdammt. Gut, weiter versuchen, einfach weiter versuchen. Irgendwann schaffen wir den Sprung auch nach oben. Irgendwann schaffen wir das. Ich will aber einen Pilz haben. Ich meine, easy zu kriegen. Yes, okay, das hat geklappt. So, dann geh mal rein, bitte. Danke. Und wir sind drinnen. Bam, 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 bam. Und jetzt geht das richtige Level los, oder was? Ja, da kommen Lucky Twos. Hallo, Lucky Two. Oh, Feuerwalzen. Tschüss, Lucky Two. Ja, alles klar. Da ist noch ein Lucky Two. Oh, verdammt. Ja, okay. Also wenn die da so leicht oben zu erreichen sind, dann kann man die ja eigentlich locker mal eben besiegen. Naja, gut, wie locker das ist, haben wir ja eben gesehen, dass es nicht ganz so locker für mich ist. Aber man sollte es eigentlich schaffen können. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja easy car. So. Ach komm jetzt. Jetzt sind die Kakuka schon wieder so an der falschen Position. Ah, diese verdammten Verräter, Mann. Warum sind die zu Cooper, Bowser, Typi, King Cooper gegangen? Ich weiß es nicht, Leute. Können sie nicht zu King Mario gehen, Mann? Das wäre doch viel, viel cooler für Mario. Ich meine, hätten wir zwar keine Herausforderungen in den Spielen. Verdammt. Warum geht das nicht? Tudum. Warum geht das nicht? Verdammt. 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 Ach. You want it all? Okay. Habe ich mir cooler vorgestellt. Definitiv. So, jetzt haben wir wieder ein Game Over, genau. Und jetzt fange ich wieder an mit dem Versuchen. Bis gleich, Leute. So, ich glaube, jedes Mal, wenn ich hier oben gelandet bin, dann zeige ich euch mal so ein bisschen. Bam, bam, die Münzen kommen eigentlich leicht dran, aber das bringt uns das eigentlich nichts, oder? Nee, eigentlich, Leute, bringt uns das rein gar nichts. Warum mache ich immer denselben Fehler? Ich verstehe es einfach nicht. So, komm mal her, Lucky. Danke. Okay, letztes Mal ist einfach nur die Flamme nicht gespawnt. Meine Güte. Alter, Mann, das war ein schlechtes Timing. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wieder gleich in der Röhre. Bis gleich. Das war relativ einfach. So. Nächster Versuch, Mann. Bam, bam, bam. Badam, babam. Nein. Und. Du bist ein ziemliches Arschloch, wa? Lucky Two hat keine Freunde. Lucky Two schmeißt seine Freunde nur aus den Wolken raus, weil sie ihm nicht gut genug sind. Das ist so die wahre Geschichte hinter den Stachy-Dingern. So meine ich das nämlich. Das habe ich eben auch schon gekriegt. So, man schafft das gar nicht, oder? So schnell kommt man da gar nicht hin. Wie soll man das machen? So, bloß nicht die Pilze verlieren. Ja gut, den Pilz habe ich nicht verloren, Leute. Bis gleich wieder, Leute. Wow, Leute, das war gut, aber sehr knapp. Gut, nächstes Level, nächste Versuche. Bis gleich. Oder ja, bis jetzt. Also, ich werde ja nicht cutten, deswegen.
Gut, nächstes Level ist ein von diesen komischen Hügeldingern da. Ich weiß halt nicht genau, wie ich... Oh nein. Oh nein. Nein, nicht das Ding schon wieder. Hatten wir so ein Lost Level schon mal? Oder war das im Original? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, die Dinger sind so ätzend. Die sind noch ätzender als die in World. In World sind die noch in Ordnung gewesen irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise. Da funktionierten die wenigstens auch noch. Okay. Gut, hätten wir auch getestet, dass das sehr, sehr hoch gehen kann. So, ja gut, auf geht's. In Hoffnung, dass das irgendwie... Okay. Schnell, 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 schnell. Okay, da. Oh ne, da bin ich ein bisschen zu weit. Okay, die Konzeption dieses Levels ist in Ordnung. Akzeptiere ich soweit, aber ich muss ein bisschen wieder mit dieser Sprungmechanik arbeiten. Und das ist ätzend. Wie gesagt, die Sprungbretter sind nicht nett. Ja, so. Kann man gleich ja der Cooper. Das müsste ich in etwa. So, ja. Und landen. Okay. Ja, yep. Über die Piranha Plantsies. So. Der Wind macht sein Übriges. Will ich das haben? Ich komme wahrscheinlich gar nicht ran, oder? Doch. Jüss. Och Gott. Nein! Verdammt. Leute. Das war nicht verkehrt bis dahin. Okay. Nein! Oh, nice. Okay, das Level ist tatsächlich gar nicht mal so übel. Ich finde das okay. Also, man muss halt wieder mit der Mechanik mit den Springboards, weil die Ewigkeiten nicht vorgekommen sind. Weil die Ewigkeiten nicht da waren. Okay, das habe ich weiter rausgesetzt, als es war. Nein, Mann! Mann, ey! Okay. Bis zur selben Stelle und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.